Nicht nur Gesetzgeber, sondern auch Kapitalmärkte möchten mehr über die Risikoträger eines Unternehmens erfahren. Als Führungskraft tragen Sie sowohl die ökonomische, soziale wie auch ökologische Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Gläubigern, Kunden und natürlich der Öffentlichkeit. Es wird ein Überwachungssystem gefordert, mit dem Risiken frühzeitig zu erkennen sind. Ein softwaregestütztes Risikomanagement im Unternehmen einzuführen und vor allen Dingen mit Leben zu füllen, ist eine große Herausforderung, die meist in der Unternehmensleitung ihren Anstoß findet. CB-Risk ist ein System, das speziell für das Risikomanagement gemäß dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, auch Kontra genannt, entwickelt wurde. Es begleitet den Anwender Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess und dient der Visualisierung, Transparenz und Dokumentation von Risiken. Risiken werden in einzelnen Schritten definiert und im Schadensportfolio abgebildet. Zum Risikomanagement gehört es, Risiken zu erkennen und natürlich geeignete Maßnahmen einzuleiten, um damit die unternehmerische Existenz des Unternehmens zu sichern und gleichzeitig die gesetzlichen Verpflichtungen durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz nachzukommen. Das Modul CP-Risk erfüllt all diese Anforderungen und hilft bei einer systematischen Auseinandersetzung mit allen Risiken. CB-Risk begleitet Sie also durch den gesamten Risikomanagementprozess und das Workflow-Gesteuer. Von der Risikoidentifikation bis hin zu einem umfangreichen Risikohandbuch. Hier die Leistungsbeschreibung von CB-Risk. Identifikation, Definition und Qualifikation aller auf das Unternehmen einwirkenden Risiken. Gliederung der Risiken in verschiedene Risikozonen, wie zum Beispiel Betriebspartner- oder Marktrisiken. Zuordnung der Risikozonen zu konkreten Risikofeldern, also den Einzelrisiken, für eine strukturierte Abbildung der Unternehmensrisiken. Risikobewertung, Ausweisung eines Schadenpotenzials und/oder eine Risikobewertung bezüglich Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit. Hinterlegung einer selbstdefinierten Ratingskala und/oder Zuordnung von direkten Geldwerten. Automatische Berechnung des Schadenswertes unter Berücksichtigung der geschätzten Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikofalles. Risikoanalyse. Anzeige der Risiken, zum Beispiel nach Schadenshöhe oder Eintrittswahrscheinlichkeit. Grafisch sortiert etc. Schadensportfolio oder Risikoranking. Signalisierung von Gefahren durch Ampelfarben. Darstellung einer Risikoentwicklung über den gesamten Zeitverlauf. Definition beliebiger Filter zur Darstellung relevanter Risiken. Risikokommunikation. Definition von Kommunikationswegen und Regeln. Sicherstellung und Kontrolle der notwendigen Kommunikation von Risiken im Unternehmen. Risikosteuerung und Kontrolle. Festlegung individuell zu bestimmender Steuerungsinstrumente, wie zum Beispiel Schulungen, Marktbeobachtungen und Mitarbeiterbefragungen oder der Abschluss von Versicherungen. Hinterlegung entsprechender Maßnahmen samt Prioritäten zur Präzisierung der Vorgehensweise und natürlich Erfassung der Kosten. Überprüfung der Effektivität durch passende Kontrollinstrumente, wie zum Beispiel Soll-Ist-Vergleiche oder ausführliche Dokumentationen, Risikodokumentation, Risikohandbuch etc. Automatische Erstellung umfassender Risikohandbücher im Microsoft Excel-Format für den Steuerprüfer. Vorlagen, Bibliothek mit relevanten Textbausteinen sowie Möglichkeiten der freien Gestaltung. Entsprechung des ausgegebenen Risikohandbuchs nach allen gesetzlichen Anforderungen des Kontrakts. Und nun im Überblick nochmals die Vorteile von CP-Risk. Systematisches Erkennen, Bewerten, Steuern und Kontrollieren von Risiken. Systematisches, leicht durchzuführendes Risikomanagement, Workflow gesteuert. Hinterlegung von Maßnahmen samt Prioritäten zur Präzisierung der Vorgehensweise sowie Erfassung der Kosten und Abbildung des gesamten unternehmensweiten Risikomanagementsprozesses und somit frühzeitige Erkennung auch zukünftiger Risiken. Mandantenfähigkeit des Risikomanagementsystems und effiziente Risikoberichterstattung sowie grafische Darstellung der Ergebnisse aus den Risikoanalysen.
Zusammengefasst, übersichtlicher Risikomanagementprozess von der Risikoidentifikation bis zur Erstellung des Risikohandbuches über einen beliebigen Zeitraum. Anpassung an individuelle Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens, einfache Bedienung und kurze Implementierungszeiten. Erfüllung aller Anforderungen durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich. CP Risk ist ein Modul der CP Suite. In dieser sind alle Corporate Planning Software Module zusammengefasst. Das einheitliche Bedienkonzept und das vertraute Look and Feel der CP Suite machen das tägliche Arbeiten im Controlling einfach, schnell und effektiv. Die Corporate Planning Suite bildet den technologischen Rahmen für ganzheitliche Unternehmenssteuerung und die fachliche Plattform für Planung, Reporting und Analyse. Für das operative Controlling, die integrierte Finanz- und Erfolgsplanung, Konsolidierung, das Risikomanagement und natürlich die strategische Planung. Die CP Suite bietet maximale Investitionssicherheit. Unternehmen können alle Facetten des Controllings flexibel und anforderungsorientiert abdecken und bearbeiten. Inkonsistenzen, doppelte Datenhaltung und lästige Doppel- und Mehrfacharbeiten wie in Excel oder die von vielen Usern auch gefürchteten Excel-Schlachten entfallen und gehören somit der Vergangenheit an. Die permanente Weiterentwicklung über 25 Jahre hinweg hat das unter Beweis gestellt. Mehr als 4000 Unternehmen mit weit mehr als 32.000 Usern in allen Branchen und Unternehmensgrößen im In- und im Ausland vertrauen inzwischen der Controlling-Software CP Suite und ihren Integrationen. Können so viele Menschen irren?